19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20. Ich zähle 22, zählt ihr was anderes? 26. 26. Ich wollte das Ergebnis nicht verfälschen. Knosse Egon Krenz ist mit großer Stimmenmehrheit zum Vorsitzenden des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik gewählt worden. Also bei dem Besuch Gorbatschows in Berlin, ja, haben Sie mit ihm nicht also einzeln reden diese, können? Diese, nein. Das sind ganz offiziöse Gespräche. Das waren offiziöse Gespräche. Naja, starr würde ich nicht sagen. Ja. Ich meine, wir haben mit Gorbatschow eine Sitzung des Politbüros gehabt. Ja. Und er hat viele Programmpunkte gehabt. Und ja, ich bin absolut sicher, auch wenn das heute manchmal anders dargestellt wird, er hat damals die Situation in der DDR zwar kritisch gesehen, aber nicht so kritisch, nein, dass die DDR vor dem Zusammenbruch steht. Ja. Und er hat mir dann mal später am 1. November 1989 gesagt, dass der Satz, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, mehr auf ihn als auf die DDR gemünzt war, aus seiner Situation heraus. Ich hatte mich nämlich bei dem Gespräch am 1. November bei ihm bedankt und habe gesagt, also Michail Sergejewitsch, du hast damit sozusagen Anlass gegeben, dass wir uns über die Sache nochmal im Politbüro Klarheit verschafften. Und da sagte du, das siehst du falsch. Das war eigentlich auf mich gemünzt, denn auch ich bin zu spät gekommen. Wenn Sie mal mir Gesprächskultur, politische Kultur, welche Arten von Gesprächen gibt es? Also es gibt einmal das Gespräch von Delegationen, die einander gegenüber sitzen, Selterflaschen in der Mitte. Ja. Das ist mal ja eine formelle Methode. Ja, ja, ist richtig. Die ja eigentlich die Ergebnisse ratifizieren kann, ja, aber nichts Meinungen bilden kann. Wie geht denn da die ganze Skala zwischen einem sogenannten Nichtgespräch, ja, und einem offiziellen Gespräch? Was hat man für Instrumente? Naja, in der Regel ist es ja so, wenn sich zwei Delegationen an den Tisch setzen, dann sind im Grunde genommen die Dinge schon lange vorher diskutiert worden auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ich muss sagen, im Nachhinein, die Gespräche, die zu DDR-Zeiten oder zu Zeiten des real existierenden Sozialismus mit den Bruderländern geführt worden sind, am Verhandlungstisch, die waren nie sehr offen. Nee. Das waren immer sehr formale Gespräche. In der Vor-Gorbatschow-Zeit war das sogar so, dass auch die Generalsekretäre der KPdSU, zumindest in der letzten Periode von Brezhnev und dann ganz stark bei Tschernenko, etwas anders schon bei Andropow, aber die hatten sich aufgeschrieben, das wurde vorgelesen und von dem wurde weder abgewichen, noch wurde der Versuch unternommen, es zu diskutieren. Wenn Sie mir jetzt nochmal die Arten der Gespräche, der Zwischentöne, ja, ja, also die, ich kann hier auf dem Tisch ein Papier liegen lassen, ja, Sie gucken mal rein, ja, danach, ich habe gar kein Gespräch geführt. Ich ja, na, das war die Methode, wie sie auch oft zwischen beiden deutschen Staaten gemacht worden ist, also ich hatte oft Gespräche und ja Gott, da gab es dann schon im Voraus eine vereinbarte Pressemitteilung. Gut. Ob das Gespräch stattgefunden hätte oder nicht, war da schon gar nicht mehr wichtig. Da war wichtig, dass das der Öffentlichkeit mitgeteilt wird. Und dann hat man sich auch diplomatisch daran gehalten, dass man immer das sagte, was der Linie des entsprechenden Partners entsprach. Und dann sind meistens bundesdeutsche Gesprächspartner aufgestanden und haben eine Liste liegen lassen zur Lösung von humanitären Angelegenheiten. Ja, und das nennt man ein Nichtgespräch. Ja, also kann man fast so sagen, aber mit großen Ergebnissen oft. Absolut. Dann das Zweite wäre ein informelles Gespräch, eine Mitteilung durch Dritte, ja, eine Mitteilung durch Zeichensetzung. Und so verfügt ein Politiker, der ein Amt hat wie Sie, in den entscheidenden Tagen, natürlich, jeder, um 12 bis 14 verschiedene Arten sich zu äußern. Ja, jeder wichtige bundesdeutsche Politiker hatte einen Beauftragten für Gespräche mit der Umgebung Honeckes. Jeder. In der Opposition genauso wie in der Regierung. Da wollen die heute nicht mehr so gern dran erinnert werden, aber es ist eine Wahrheit. Und interessant ist auch zum Beispiel,
Über solche Gespräche wurden dann ja auch teilweise Notizen gemacht. Ich habe jetzt nach der Wende Monate im früheren SED-Archiv, das heute Bundesarchiv ist, gearbeitet und bestimmte Gesprächsnotizen gesucht. Ich finde sie nicht. Sie sind weg. Sie haben jetzt mehrfach immer vom Freitag gesprochen. Wie geht so eine Arbeitswoche? Ja, offenkundig ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag der Terminkalender voll. Ja, ja, der ist auch freitags bei mir voll gewesen. Schwierige Sachen kommen aber am Freitag. Dass der Flug nach Leipzig am Freitag war, hing einfach mit der Tatsache zusammen, dass am Montag wieder eine Demonstration bevorstand. Aber es waren vorher auch schon viele Sachen am Freitag. Ja, sicherlich. Man hat ja in der ganzen Woche Gesprächstermine gehabt und man muss ja irgendwann handeln. Kurzfristig dann auch eine Schlussfolgerung daraus handeln ziehen. Handeln und die Zeitreserve liegt am Wochenende. Nein, die Woche, die war einfach so, wir hatten Dienstag, war feststehend, war in der Regel Politbürositzung. Montag? Wie fängt das morgens an? Naja, montags waren die Staatsratssitzungen, aber da die nicht jeden Montag waren, war also der Montag meistens der Tag der Besprechungen im kleineren Rahmen, der Auftragserteilung, der Rücksprachen, der Beantwortung von irgendwelchen wichtigen Botschaften oder Briefen und so weiter. Dienstags dann die Sitzung des Politbüros, mittwochs war Sitzung des Sekretariats des SED-Zentralkomitees, donnerstags und freitags war dann wieder die normale Arbeit am Schreibtisch oder wenn man eben im Ausland war oder auch in verschiedenen Städten oder Gemeinden der DDR selbst. Ich habe versucht, ich habe das nicht immer durchhalten können, aber ich habe versucht, einmal in der Woche in einem Bezirk zu sein oder in einer Stadt zu sein oder in einem Dorf zu sein, um gewissermaßen die Verbindung von der Zentrale zur Basis zu halten. Aber das wäre dann immer in die zweite Hälfte der Woche gerückt? Ja, ja, meistens ja, weil ja der Montag war ja dann noch da, musste man sich ja schon in Berlin deshalb aufhalten. Es gab ja operative Vorgänge für die Sitzung des Politbüros. Okay. Wo man vielleicht Montag erst die Vorlage für die Sitzung bekam. Man musste sie lesen. Bienenkorb der Montag. Also ja, alles summt, ja. Alles arbeitet. Also montags war im Wesentlichen auch ein Tag, um sich auf die Sitzungen, die dann dienstags, mittwochs folgten. Wann fängt so ein Arbeitstag an? Ja, also bei mir war das so, ich bin in der Regel um 4:45 aufgestanden. Und 4:45? Ja, um 4:45 und habe mich dann um 5:30 auf die Piste gemacht, bin jeden Morgen gelaufen, also 6 Kilometer Rundlauf gemacht, um mich physisch stabil zu halten. Und dann habe ich so ab 6 Uhr habe ich dann angefangen, Nachrichten auf den verschiedenen Sendern zu hören. Also die ersten Nachrichten, die ich selbstverständlich... Ach, die kriegen Sie nicht von Ihren Diensten? Doch, oder die sowas? Bekam man dann aber zunächst, habe ich mich informiert, was kriegt eigentlich, was wird verbreitet an Nachrichten? Und da habe ich zuerst Nachrichten gehört bei Radio DDR, dann habe ich sie bei entsprechenden Sendern der Bundesrepublik bzw. Westberlins gehört, sodass ich also die Nachrichtenlage, wie sie in Deutschland war, hatte. Und wenn ich um 7:30 im Zentralkomitee ankam, dann hatte ich die entsprechenden Meldungen von Diensthabenden, ob sich das nun bei der Regierung vollzog oder in den verschiedenen Ministerien. Und dann habe ich erst einmal eine Stunde versucht, die verschiedenen Informationen aus den Zeitungen zu analysieren. Habe dann auch schon Auszüge gehabt von ADN und von anderen Diensten. Und meistens um 9 Uhr begann Erich Honecker seinen Arbeitstag. Das war dann meistens damit verbunden, dass er sich bei mir erkundigte, welche spezifischen Fragen aufgetreten sind, wie die Situation in der Republik ist. Ja, und dann ab 9 begann der normale Tagesbetrieb. Und ich muss sagen, ich kann nur von mir reden, ich will auch nicht über andere reden, aber mein Arbeitstag hat selten vor 23, 24 Uhr Ende gehabt. Aber sind Sitzungen, Vorträge, also ist es eigentlich ein Tag, der normalerweise sich in einem Machtzentrum, das heißt in Zimmern abspielt? Ja, in Zimmern oder natürlich auch bei Kundgebungen, bei Versammlungen und so weiter. 50% Telefon oder mehr? Naja, 50% würde ich nicht sagen, aber telefonieren nimmt schon in der Tätigkeit eines Politikers, jedenfalls aus meiner Erfahrung, einen Großteil Zeit in Anspruch. Ich habe nie ausgerechnet, wie viel Prozent.
Aber das ist ja oft auch die einzige Kommunikation, die man mit dem Kreis, mit dem Bezirk hatte. Nicht? Man hat dann Nachfragen gestellt. Jetzt sind Sie also den ganzen November über, ja, einige Oktobertage, mhm, und drei Dezembertage, ja, ja, in diesem höchsten Amt, mhm, das die DDR hat, mhm, ja, und mhm, das auch die Partei vergibt. Mhm. Und was für Erinnerungsfetzen sind bei Ihnen da? Naja, wissen Sie, meine... So Momentaufnahmen, wo Sie fahren auf, mhm, der Straße, wo Sie... wie sieht die DDR für Sie da aus? Naja, am Tage, als ich Generalsekretär wurde, war das noch sehr zwiespältig. Ja. Es gab ja schon die Demonstrationen. Ja. Aber ich hatte auch doch eine Reihe Briefe aus der ganzen DDR, übrigens auch von Partnern aus der Bundesrepublik und auch von internationalen Organisationen und auch aus anderen Staaten, die mich nicht nur beglückwünscht haben, sondern die mir Mut gemacht haben, dieses Amt auszuführen. Manche sogar mit Handschrift. Und jetzt gibt es ein Programm, Sie sollen jetzt mal die Betriebe besuchen. Sie, ja, ich bin dann, mein erster Tag, als ich dann Generalsekretär wurde, habe ich früh einen Betrieb besucht. Das war das Werkzeugmaschinenkombinat 7. Oktober. Habe dort sehr interessante Gespräche mit Arbeitern gehabt. Und das war durchaus nicht so, dass das schon schien, als sei alles umgekehrt. Sondern es gab sehr kritische Stimmen, vor allem im Zusammenhang mit dem Schweigen der Parteiführung im Juli, August, September nach dieser großen Fluchtwelle. Aber es gab auch Stimmen, die sagten, wir packen das schon. Und dann hatte ich nachmittags ein Treffen mit der Leitung der evangelischen Kirche, mit Bischof Laich, mit Konsistorialpräsident Stolpe und weiteren Vertretern. Ja, das war sehr offen, das Gespräch, und die haben auch ihre Meinung dargelegt zu den entstandenen Konflikten in der DDR. Also ich kann nicht sagen, dass die zurückhaltend gewesen wären, aber es war doch alles von der Ebene, es geht um dieses Land, um unser Land. Gibt es sozusagen eine Gruppe, eine Crew, ja, eine Mannschaft von Ihnen, die während Sie zum Beispiel also auch sich zeigen müssen, Sie müssen den auch zum Teil langatmigen Vorträgen, ja, meinetwegen die Bischöfe hier ausgestalten, ja, zuhören. Sie können ja nicht das Gespräch abbrechen, wenn Sie sagen, ich kann mir nicht denken, was Sie sagen. Ja? Sie sind ja also, es ist ja ein permanenter Zeitverschleiß, ja, mit einer solchen hohen Position verbunden. Wer arbeitet währenddessen? Ja, na, erstens die anderen Mitglieder des Politbüros. Dann hatte ich, wie gesagt, persönliche Mitarbeiter. Und die Summen, die auch, haben auch und die und auch Leiter von Abteilungen. Also es gab schon einen ganzen Apparat, der für mich gearbeitet hat. Denn man musste ja zunächst mal mit einer eigentlich voll zuschlagenden Depressionswelle, möchte ich mal so sagen, in den Apparaten rechnen. Ja, ja, hat es ja auch gegeben. Wissen Sie, das ist sicherlich, wenn man so das Innenleben des SED-Apparats studiert, dann werden Sie kaum jemanden finden, der dort nicht befähigt gewesen wäre, seine Funktion zu machen. Es gab auch solche Leute, das gibt es überall. Nein, aber, sie waren aber es waren hochintelligente Leute und sehr, sehr erfahrene Leute auch. Allerdings gab es auch schon so etwas wie ein Generationsproblem. Es waren nach dem Krieg ehrenswerte Leute gekommen aus der Emigration oder aus den Konzentrationslagern, aus den Zuchthäusern, die in der Illegalität waren. Und die waren, das mag man ihnen nun im Nachhinein vorwerfen, aber ich sage das nicht vorwurfsvoll, die waren natürlich daran gewohnt, nur jedem das zu sagen, was er wissen musste, um seine Arbeit zu machen. Das war eine Regel der Konspiration, eine Regel der illegalen Arbeit gewesen. Und offensichtlich haben sie diese Erfahrung mit eingebracht. Und das hat dazu geführt, dass häufig ein Denken in Verantwortungsbereichen sich vollzog, in gewissen Schablonen. Das darfst du wissen, das nicht. Und das ist jetzt und ein anderer Führungsstil dann in Ihrer Generation. Dann kam doch schon, sagen wir mal, nicht nur meine, sondern dann kam ja schon die erste Nachkriegsgeneration. Ich bin in der SED-Führung bis zum 18. Oktober der Einzige gewesen, der in der DDR zur Schule gegangen ist, der in der DDR aufgewachsen ist, studiert hat, Soldat gewesen ist, alle Funktionen vom Kreis bis... Alle anderen waren entweder aus der Zeit der illegalen Arbeit gekommen oder... unmittelbar dann Nachkriegsgeneration gewesen. Es gab doch mal einen hohen Funktionär, der
mit dem Hubschrauber, glaube ich, abgestürzt ist in Nordafrika. Das war Werner Lamberts, ja, einer der intelligentesten SED-Funktionäre, den ich kenne. Der ist auch Wir waren befreundet. Ja, ist wir auch waren Ihre noch, Generation. Ja, na, er ist nicht meine Generation, er ist knapp, glaube ich, 8 Jahre älter gewesen als ich. Aber wir waren noch zusammen im Sekretariat des FDJ-Zentralrates, daher kannten wir uns persönlich, waren auch persönlich befreundet. Und ich sage, das war ein Verlust für die SED, dass ein solcher Mann abgestürzt ist. Schildern Sie ihn nochmal als Person. Er sprach, glaube ich, 5 Fremdsprachen. War intellektuell, hat fast oder viele intellektuell überragt. War ein Mann, der hervorragend formulieren konnte. Schmal? Ja, ja, Brillenträger. Ja. Also Werner Lamberts zählt für mich zu den Typen eines SED-Funktionärs, der nach 1945 groß geworden ist, in der FDJ groß geworden ist, stammt selber auch einer Familie, die gegen den Faschismus gekämpft hatte, der hohe Ideale hatte und auch sich in diesem Sinne immer engagiert hat. Wodurch ist der Absturz erfolgt? Also es gibt keinen Hinweis, auch wenn das heute viele versuchen nachzuweisen, dass da irgendwo die Sicherheitsorgane der DDR ihren Hände im Spiel gehabt hätten. Ich kann mir höchstens erklären, wenn es eine unnatürliche Geschichte gewesen ist, dann wäre, ist es sicherlich der Versuch gewesen, einen Führer in Libyen zu treffen, denn er ist mit dem Hubschrauber ja abgestürzt, mit dem eigentlich der Präsident Libyens fliegen sollte. Aber alles halte ich für Gerüchte, was da einen unnatürlichen Tod von Seiten der DDR beeinflusst hätten. Mach mal jetzt November 1989. Wenn Sie das europäische Konzert ansehen, das ja, die ja alle noch nicht genau verarbeitet haben, ja, was jetzt in Leipzig geschah, was an destabilisierenden Elementen hier ist. Mhm. Ja, am 6. Dezember treffen sich Bush und Gorbatschow auf Malta im Wintersturm. Mhm. Hier sind die zwei Mächte noch einmal in der Lage, wenigstens Rahmensetzungen zu machen. Mhm. Machen sie nicht. Naja, doch. Also, wie ist das Konzert in Ihren Augen? Also, ich habe am 1. November Gorbatschow direkt die Frage gestellt, sag mal, Michail Sergejewitsch, welchen Platz haben beide deutsche Staaten in deinem europäischen Haus? Da hat er mich angeguckt, dieses berühmte Spiel seiner Augen, was ja alle Gesprächspartner immer beeindruckt hat, und tat zunächst so, als habe er die Frage nicht verstanden. Macht er, um Zeit zu gewinnen? Nein, das glaube ich nicht mal. Ja. Möglicherweise hat er zunächst wirklich nicht verstanden, was ich meinte, und ich warf ein den Begriff deutsche Einheit. Ich sehe ihn, er hebt seine Hände und sagt, um Gottes Willen, wie kannst du eine solche Frage stellen? Ich habe also mit Politikern der ganzen Welt geredet. Ich habe erst kürzlich einen Bericht bekommen von einem meiner Mitarbeiter, der mit Brzezinski gesprochen hat, der die amerikanische Haltung. Wir haben mit Mitterrand gesprochen, wir haben mit Thatcher gesprochen. Ich kenne auf der ganzen Welt nicht einen vernünftigen Politiker, einschließlich Bundeskanzler Kohl hat er doch gesagt, der die Einheit Deutschlands will. Das war am 1. November 1989. Und ich glaube auch, er hat damals kein Theater gespielt. Manche sagen, der hat mir die Hucke voll gelogen. Nein, das war damals auch sein Denken. Wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie haben einen Botschafter in Paris. Ja. Ja? Mhm. Es gibt eine extra Abteilung im Quai d'Orsay, ja, nicht, die auf DDR-Fragen spezialisiert war. Mhm, ja? Da müssten doch jetzt eigentlich die Leitungen, ja, dampfen. Denn für Frankreich ist es ja lebenswichtig, ja, in einem Europa, ja, ausgeglichene Verhältnisse zu haben. Sicherlich gab es auf diesen Leitungen, von denen Sie jetzt sprechen, sehr unterschiedliche Stimmen, das mag sein. Aber ich will mal von dem ausgehen, was mir direkt zugänglich war. Ich habe am Tage nach der Maueröffnung ein Telegramm von Bush bekommen, wo er mich beglückwünscht zu dem Schritt, dass wir die Mauer geöffnet haben. Aber diesen Schritt nicht einordnet in Richtung eines einheitlichen Deutschland, sondern als Beitrag, den die DDR leistet für ein einheitliches Europa. Oder die Premierministerin Großbritanniens hat der DDR auch nach dem 9. November noch ein langes Leben gewünscht.
Sie wissen, dass Mitterrand hier war, als ich dann schon nicht mehr in Funktion war, aber die Vorbereitung des Besuches habe ich noch erlebt. Der ist ja, bevor er hierher fuhr, das muss man ja auch noch mal genau wissen, ist er ja erst nach Kiew geflogen und hat sich mit Gorbatschow getroffen. Kiew oder Minsk, das will ich jetzt nicht. Also jedenfalls ist er noch und hat sich mit Gorbatschow abgestimmt. Also im November gab es international kein großes Konzert für die Einheit Deutschlands. Und das historische Verdienst vielleicht von Kanzler Kohl besteht darin, dass er in einem ganz gewissen Moment, als die Machtverhältnisse im Osten Deutschlands auf der Straße lagen, nach seinem Besuch in Dresden, dass er zu einem ganz gewissen Moment, wo andere noch geschwankt haben, gesagt hat, jetzt ist die Sache zum Greifen nahe. Das sage ich jetzt außerhalb jeder politischen Beurteilung. Ich meine, ist für Sie als Junge damals Bismarck in Versailles, ja, der auch unter Überwältigung des Widerstands seines Königs, der nicht so heißen wollte, also König von der Kaiser von Deutschland und nicht deutscher Kaiser heißen wollte. Die Deutschen haben immer Zurückhaltung geübt oder jedenfalls die politische Elite, wenn es um die Bezeichnung des Landes ging. Ja. Deutschland hat ja nie Deutschland geheißen. Nein. Und das war auch so ein ganz schneller Entschluss. Mhm. Ja? Und er sagt ja, man muss den Mantel der Geschichte fassen und ihn so lange halten und sich ziehen lassen, solange es geht. Mhm. Was natürlich zu 1914 auch führt und 1933 führt. Ja, genau. Also das mit dem Ziehen ist ja sehr gefährlich. Ist das zum Beispiel eine Realität für Sie oder ist das, das kann ja im Unterricht keine große Rolle gespielt haben? Im Unterricht hat schon eine Rolle gespielt und es hat, also es war mir auch alles bewusst. Ich habe sehr gründlich gelesen die Bismarck-Biografie, eines der besten, für meine Begriffe, jedenfalls aus marxistischer Sicht, Engelhardt. Ja, Professor Engelhardt hat ja eine ziemlich umfangreiche Biografie geschrieben. Also das war mir schon gegenwärtig. Bloß wenn jemand annimmt, dass man in Zeiten solcher direkten politischen Arbeit, von politischen Entscheidungen an Parallelfälle in der Geschichte denkt. Also ich habe es nicht getan. In diesem europäischen Konzert, hätten Sie da eine Präferenz zum Beispiel gesehen oder Ihre Berater nach Frankreich, um dann mit Hilfe der Sowjetunion hier eine Koalition zu zimmern? Ja? Na, das ist eine Fragestellung aus heutiger Sicht. Ich habe ja damals diese Differenzen zwischen den Großmächten so gar nicht gesehen. Nee. Weil es schien ja so, dass auch die Großmächte in einer Frage sich einig waren. Es ist ganz gut, dass es zwei deutsche Staaten gibt. Mhm. Sie kennen ja dieses bekannte Wort eines Franzosen, ich liebe Deutschland so sehr, dass ich mich freue, dass es zwei davon gibt. Und das war doch absolut, der Andreotti in Italien hatte doch noch kurz vorher mal gesagt, also es gibt zwei deutsche Staaten und so soll es auch bleiben. Und also es wurde ja in den 80er Jahren, in späteren 80er Jahren, wurde ja gearbeitet an einem Besuch Erich Honeckers in den Vereinigten Staaten. Also die hätten doch den Honecker nicht mehr... Hatten Sie einen Stab irgendwo sitzen, der also diese sehr subtile Politik, so wie Kissinger, ein Sonderberaterstab für so etwas aufgebaut hatte? Ja? Hatten Sie so etwas? Also für meine Zeit, ich bedauere das heute, dass wir einen solchen Stab nicht hatten. Wir konnten ihn auch nicht haben, weil wir ja auf diese konkrete Situation nicht vorbereitet waren. Aber wir hatten natürlich mit dem Außenministerium ein Ministerium, das hervorragend befähigt war. Aber es sind Beamte. Naja, Beamte, ja, aber da gab es auch hervorragende Analytiker. Und, also ich will mal sagen, es wäre die billigste Ausrede, für das Scheitern der DDR, weil man sagen würde, wir hätten nicht die fähigen Kader gehabt. Die Kader waren schon da.